So, fütternder Stabbegreifer haben wir genau richtig dafür. Das ist echt katastrophal, ehrlich. Machen wir das jetzt am dämlichsten? Und hier wollte ich herstellen, diese runden Dinge da. Diese Wafer. Und da brauche ich nämlich die blauen auch noch. Blauer Dust brauche ich da. Dann machen wir das dahin. Dann kann ich da noch mal was zusätzlich anfordern. Den da. Ja, 10 Stück rein erstmal. Gutes Maschinchen. Ist krank einfach, was man hier alles so braucht. Wir müssen nur Das aufpassen, wollen doch. was wir nicht die gleichen Produkte herstellen, gell? Das ist halt natürlich. Du musst die Zahnräder Ja. passt. Ich hab Zahnräder. Also, du musst Zahnräder passt. So. So, du brauchst das. War ja auch noch was hier drin. Überalitenschule. Irgendwas Mistkack. Gut, und den Rest kann ich zusammenbauen. Da kann ich die Wafer nehmen. Eine Montagefabrik. Also ich glaube, die Leute kennen sich gleich weniger aus wie wir, wenn sie das anschauen. Dämlich, wie die Fabrik aussieht. Vor allem wenn der Motor da muss ich ja auch noch auskennen. Ja, vor allem beim Modden allein ist ja das ja schon der Krampf, oder? Putzt mal Ist halt runter. Cracktech. Ja, Quacktag in Das ist richtig Factorio. Cracktech. Das und bitte das noch und dies und jenes. Aber Cracktech ist schlimmer. Boah. Ah, ist echt noch Du fraglich, hast hier gell? überall viel die gleichen Maschinen, nicht unterschiedlich. Und viele Produkte. Na, wir brauchen diese grünen und die Federn. Brauchen wir denn noch? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir eh alles. Und die grünen. Endprodukt fertiger. Gut, und dann hier wieder eine passive Anbieterkiste hin. Stellen doch irgendwo die Grünen her, oder? Da oben stellen wir sie her. Da haben wir nichts, weil. Wo wird die hingelagert? In die Kiste. Grüne? Oder wie? Was fehlt denn denn? Das Es Violette fehlt und ein das. lila Dust. Und lila Dust hast du abgeschaltet. Hast du Genau, so. abgeschaltet in erster Linie. Das heißt, den mal wegschalten, dann kommt der arbeiten. Brauchst du den unteren schon? Nee. Liederbrocken brauchst du noch nicht, gell? Nee. Aber noch genug. Du hast hier oben abgezapft. Nicht unten, so wie es sich gehört hat. Dasselbe. So, der Grüne, wo gehen der Grüne hin? Ich brauche das Endprodukt. Das hergestellt werden, weil wir das von einer Maschine machen. Wird hergestellt in Achso, wir brauchen eine größere Maschine. Bin gerade überfordert, wo gehen die grünen Chips jetzt hin? Und das, wir brauchen das. Ich kann noch mehr ausnehmen. Ich kenne mich echt nicht mehr aus. Was machst du jetzt? Da Welche oben. Stadt gehst du? Diese grünen Chips sind Und da auf oben. hergestellt. Ja, wo gehen die hin? Hier nach rechts. Zum blauen. Ach so, stimmt. Ja, dann kann man den mal weg tun. So. So, jetzt kriege ich vielleicht auch ein paar Chipsätze. Genau, yeah. Ich habe einen von diesen Chipsätzen, habe ich schon. Zwei. Drei. Okay. So, passt. Die Chipsätze haben wir. Das brauchen wir. Dann brauchen wir das noch. Uran haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Gut, wenn du Oh, das hast. ich hab's, es läuft. Das ist Gut, Wahnsinn. wenn du davon 4 Stück hast, können wir machen. Einen, denn schon. Ja, also bald, bald. Ja, jetzt haben wir.
Gut, dann kannst du die Sachen Also zusammenfassen. meine Endfertigung musst du dir anschauen. Also die finde ich viel schöner als deine. Ich arbeite nur mit 5 Endprodukten. Naja, aber ich habe die ganzen Produkte noch machen müssen. Ich auch. Weil muss ich herstellen. Pause. Dann kann man ihn auch wieder anschalten. So. Gut, baust du. Ne, ich brauche gar nicht, aber kann man mal. Was wollten wir jetzt eigentlich bauen? Also das Ding. Ne, du kannst ja schon mal Gedanken machen über die anderen Sachen, was wir noch brauchen werden. So, wir brauchen da 12-mal den dicken. Warum kommt da nichts? Weil der fehlt, der kommt nicht, weil der da drüber geht. Weiß halt, wie jetzt dieses Stromding ist. Können wir das nicht normal oben mit ranhängen? Das müssen wir mal testen. Aber ich glaube, da reichen unsere Boiler und so nicht. Da müssen wir halt größere Boiler bauen. Wir haben hier oben. Ja, aber du weißt schon, dass die keine Luftverschmutzung machen. Dass die da gerade nicht das Problem sind, sondern die anderen das Problem ist wegen der Luftverschmutzung. Nochmal nebenbei bemerkt. Ja. Ja. Das heißt, wir bräuchten eher die Boiler und sowas dann. Warum? Die Boiler machen doch keine Luftverschmutzung. Ja, was macht denn Luftverschmutzung? Die Kessel. Die anderen Dinger oder wie? Irgendwas macht der Luftverschmutzung. Was hat jetzt was? Also im Boiler wird Kohle verbrannt. Also wahrscheinlich die Boiler. Genau. Problem ist, wir brauchen Strom, somit brauchen wir alles irgendwie. Weil die anderen tun ja eigentlich nur heiße Luft verdampfen lassen. Ja, wenn ich richtig mitkomme. Genau. Die sollten ja normal keine Luft verschmutzen. Team Stream Controller, was ist das denn hier? Oh Gott. Erhält ab die Solarfarm, ID vom Watching the Fruitman's Livestream. Das ist eine Fabrik, Alter. Ehrlich, das ist. Also, Yoki ist echt quächtig in Factoria. Gewindet-Dings. So, das sind die aber die Boiler. Die Boiler sind auch nur größer im Endeffekt. Naja, aber die produzieren ja halt mehr. Haben eine höhere Effizienz. Ja. Da ist auch Turbine. Turbine-Generator. Okay, ich hab den nicht. Eine Turbine kommt da ein Generator. Keine Ahnung, was wir dafür brauchen. Der Generator haben wir jetzt. Ja, wir brauchen wir eine Turbine, um einen Generator anzuführen. Ja, kann ich schon sagen. Am Anfang in der Reihe. Wir haben die Turbine, die normale, obwohl die Turbinen, die produzieren ja auch Strom. Ach, klatsch mal's einfach mal hin. Hast du das mal gebaut? Nee, noch nicht, der kraftet noch. Zumindest hat die Produkte, muss ja noch kraften. Ja. So, jetzt kann ich da wieder aktivieren, dass der arbeitet, dass der arbeitet, dass der arbeitet und noch irgendwer muss arbeiten, der ja. So. Ich habe jetzt 2 von 5 Produkten. Dann bauen wir dieses Violette, das haben wir. Mal das Ganze. Rote können eigentlich immer irgendwo zwischenlagern. Wir lagern mal alles zwischen, oder? Ich meine in der Hauptkiste. Anforderungskiste. Ja. So, es fehlen noch die erweiterten Maschinenteile, 4 Stück. Was? Da. Und dann fehlt noch diese roten Dinger da. Oh Gott. So. Ich kann eine bauen. Da 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 da. Krass, in welchen Yuppie-Dings die drinstecken. So, das? Ich stelle sie einfach mal oben dazu. Ich bin mal gespannt, was sie da sagt. Ja. Jetzt hängt ein Heizkreislauf auf der Hand hin. So. So, laufen tut sie. Sagt sie, läuft. Was sehen wir da rechts? Wir sehen rechts, sie produzieren. Produziert natürlich jetzt wenig, weil sie ja recht weit unten ist. Weil sie nicht so viel gebraucht wird. Und weil das eine S ist, eine Secondary. Also die läuft nur mit bisschen. Und erst in Not läuft die Vollgas. Was wir aber sehen, wir haben dafür zu wenig Wasser bei den anderen Maschinen. Also wir müssen dann die komplette Line mal wegdenken. Ja, wir müssen einfach unten neue Boiler bauen. Also mit Yoki-Boiler bauen. Neu bauen. Wahrscheinlich auch mit den Boilern von Yoki. Ja, genau.
Was geht irgendwie mit Kinetik, Energie auch und so? Das sind halt alles S. Es gibt kein anderes. Es gibt halt noch eine Performance, aber. S, 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 okay. Die, ja, wohl B, da. Die Ja, die Generatoren B. sind B, bei Miami. Und der Generator. S, S, okay. Ja, ist ja egal, ob Sekundär. Besser. Gut, dann runter. Runter und unten schauen. Das ist wohl immer Minecraft mit Crackdale gefangen. Nee, nicht Crackdale, sondern Rake. Wo bin ich denn jetzt? Das ist auch so ähnlich. Da Bist oben wollte irgendwo ich hin. ganz weit unten. Ja, ich habe mich verlaufen. So, wir brauchen einen Boiler. Der Boiler wird gekraftet aus dem Boiler davor. Ja, aus dem Anfangsboiler. Der Anfangsboiler, der ist simpel. Wir brauchen wir 8 Totalstrukturen-Elemente, die haben wir eh. Was haben wir jetzt? Anforderungskiste, Boss. Dann klatsche ich mal die Jokis an, die ich hab, da rein. So. Was kräftet das denn jetzt für ein Boiler, oder? Ja, kein Aspekt. Also für den, na, den besten hat, oder? Ist eh erstmal egal, Pot eher ist irgendwie das gleiche. Wir brauchen halt Gaube. Bei beiden. Weil die ersten Boiler, die brauchen wir ja nicht, das ist Und ja das klar. mittlere Rohr. Oder nimmst du nur das Rohr? Wenn wir es nehmen, den 3M oder den 1M? Dann nehmen wir 3 im Moment. So, wir brauchen einen Gaube auf jeden Fall. Nee, ja, okay. Da braucht man mittleres Rohr noch. Mittlere Rohr, das ist schnell gekraftet und hier kommt. Und hier kommt noch ein NF4, also das fertige Material. Genau, das einfach gekraftet wurde. So, wir brauchen eine Gaube. Ich mach das Rohr mal. Gaube, wo ist sie denn? Könnt man einfach suchen. Gauge. Da ist er. In Liquid ist er drin. Reserov-Element. Stahlträger und Unicomp. Fangst du damit an? Bräuchte halt auch noch das Zeugsen direkt mit. Was? Bräuchte das Zeugsen halt auch noch direkt mit. Also wir könnten auch eine neue Kiste Ding. Keine Ahnung. Ja, ich hab's oben einfach dazu geklatscht zur anderen Kiste. Hier Was wird das muss. Ganze mal nicht drüben? Doch, das geht einfach so. Problem ist, dass halt nichts hergestellt wird von dem Zeug, weil. Es ist halt alles sehr verbraucht hier. Alles verbraucht, alles verdampft. Das ist ja so eine Sache. Das Blaue wird halt wieder so schnell verbraucht. Jo. Also, wir brauchen Peripherus Element. Stimmt, das haben wir ja gesagt. Wie viel brauchen wir von diesem Boiler? Mehrere, gell, wahrscheinlich. Daheim werden wir nicht rauskommen. Lass mal den mal ein paar Rohre kraften. Ach, Stück haben wir schon. 2,5 mal mehr Kapazität als die Standardrohre. Das Blaue, Ein Problem ist halt blau immer zu wenig. Weil wir können ja dann, wenn wir fertig sein mit der Produktion hier, entweder wir bauen sie dann offline nochmal komplett um. Oder wir lassen sie dann offline ein bisschen laufen, damit dann ein bisschen alle Produkte ein bisschen laufen oder halt haben. weil man ist ja alles voll. Genau. Es dauert nur ewig. Das Problem ist halt, dass die oben immer noch zu lange sind. Also oben müsste man auf jeden Fall mehr bauen, weil das sind ja quasi die Ursprungsfabriken. Quasi die Öfen. Das ist ja auch, weil das Zeugsen wird ja nicht durchgeschmatzen. Ich werde halt gecrushed, zerkleinert. Ja, aber es wird hier nicht durchgeschmatzen davor. Das ist quasi der Erstverarbeitungsschritt. Ja, genau. Produkt, was